Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Stichler. Guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zur Tagesschau. Bloß weg vom Krieg. Hier am Bahnhof von Kiew versuchen die Menschen, den nächsten Zug zu erreichen. Nach Einschätzung der ukrainischen Behörden wollen russische Truppen die Hauptstadt einkreisen. Ihr Vormarsch auf Kiew erfolgt von Norden. Die schraffierten Regionen gelten als inzwischen von russischem Militär kontrolliert. Im Südosten des Landes haben die Kämpfe in der vergangenen Nacht das Atomkraftwerk Saporischschja erreicht. Das ist das größte Europas. Bilder einer Überwachungskamera des ukrainischen Atomkraftwerks Saporischschja. Bilder einer Überwachungskamera des ukrainischen Atomkraftwerks Saporischschja. Bei Kämpfen ist in der Nacht ein Gebäude in der Nähe des Atommeilers in Brand geraten. Feuerwehrleute konnten das Feuer in den Morgenstunden löschen. Die Reaktorblöcke waren nach Angaben der ukrainischen Behörden von dem Brand nicht betroffen. Es wurde keine erhöhte Radioaktivität gemessen. Inzwischen ist das Kraftwerk allerdings unter der Kontrolle der russischen Streitkräfte. Moskau macht ukrainische Saboteure für den Angriff verantwortlich, der ukrainische Präsident die russischen Streitkräfte. Ukrainer, wir haben die Nacht überlebt, die das Ende der Geschichte der Ukraine und das Ende der Geschichte Europas hätte bedeuten können. Russische Truppen haben das größte Atomkraftwerk Europas angegriffen. Dieser Meiler ist 6-mal so groß wie Tschernobyl. Nach ukrainischen Angaben setzen die russischen Truppen ihren Vormarsch auf Kiew fort. Das belegen auch Bilder einer US-Satellitenfirma. Und auch heute kam es in Kiew wieder zu Explosionen. Nordwestlich der Stadt soll es zu Kämpfen mit Luftangriffen und Artilleriebeschuss gekommen sein. Östlich von Kiew ging eine Lagerhalle in Flammen auf. Der russische Präsident erklärte in seiner Residenz in der Nähe von Moskau: Wir haben keine bösen Absichten gegenüber unseren Nachbarn. Und ich rate Ihnen auch, die Situation nicht weiter eskalieren zu lassen und keine weiteren Behinderungen einzuführen. Die Kämpfe im ganzen Land gehen weiter, auch hier in Tscherniw, nordöstlich von Kiew. Ein Öldepot, zahlreiche Wohnhäuser und auch eine Schule sollen getroffen worden sein, so das ukrainische Fernsehen. Es gibt Tote und Verletzte. Fragen wir nach bei Ina Ruck in Moskau. Mit einem neuen Gesetz soll nun das Verbreiten von, aus russischer Sicht, falschen Informationen unter Strafe gestellt werden. Bis zu 15 Jahre Haft sollen da drohen. Auch von Invasion oder Krieg darf nicht gesprochen werden. Welche Folgen hat das? Das macht es sehr, sehr schwer, hier in Russland über das zu berichten, was da in der Ukraine geschieht. Russische Kollegen dürfen ja tatsächlich nicht mal das Wort Krieg benutzen. Offiziell ist es eine Spezialoperation, die dort stattfindet. Und das gilt schon seit ein paar Wochen, diese Regelung. Aber die neue ist eben jetzt tatsächlich, dass man, wenn man die Streitkräfte diskreditiert, und wer das definiert, ist klar, oder wenn man falsch über sie berichtet, tatsächlich hohe Haftstrafen, Arbeitslager oder auch Haft riskiert. Das ist tatsächlich eine massive Einschränkung der Pressefreiheit, aber offenbar hält man das hier für nötig, denn man möchte tatsächlich, dass das Kreml-Narrativ dessen, was da in der Ukraine passiert, bei den Leuten ankommt und nicht etwa Bilder, die man selbst nicht kontrollieren kann. Auch das Internet ist ja stark eingeschränkt mittlerweile. Und uns beschäftigen heute ja auch die Angriffe in der Nähe des Atomkraftwerks in der Ukraine. Wie werden diese Kämpfe in Russland ja erklärt? Ja, wir haben es eben schon gehört. Die russische Seite sagt, es handele sich um eine Provokation ukrainischer Nationalisten, wie auch immer die ausgesehen haben soll. Die Ukraine sagt, es seien russische Geschosse, die das Gelände des Kraftwerks getroffen haben. Tatsächlich aber ist das Kraftwerk jetzt mittlerweile in russischer Hand, wie auch bereits das von Tschernobyl. Russland behauptet ja seit längerem, die Ukraine bereite eine atomare Bewaffnung vor. Und da müsse man verhindern, dass etwa spaltfähiges oder waffenfähiges Atommaterial angereichert werden könnte. Wahrscheinlich ist das dann eine der Begründungen, warum man diese Atomkraftwerke besitzen will. Ja, danke für diese Einschätzungen. Ina Ruck nach Moskau.
Die Kämpfe rund um das AKW in der Ukraine haben weltweit große Besorgnis ausgelöst und die Internationale Atomenergieagentur auf den Plan gerufen. Es sei zwar kein Reaktor beschädigt und auch keine erhöhte Strahlung gemessen worden. Trotzdem erklärte IAEA-Chef Grossi, er wolle sich möglichst persönlich vor Ort ein Bild von der Lage machen. Ein Angriff auf das Gelände von Europas größtem Kernkraftwerk. Bilder, die Besorgnis auslösen. Die Internationale Atomenergiebehörde in Wien ändert den Tagesplan, beruft eine außerordentliche Pressekonferenz ein. Für uns, die IAEA, ist es jetzt Zeit zu handeln. Wir müssen etwas dagegen tun. Die Ukraine hat uns einen direkten Hilferuf geschickt. Ukraine sent a request for immediate assistance to us. Bisher wurde keine erhöhte Radioaktivität im Umkreis des Kraftwerks gemessen. Die Sicherheitssysteme der 6 Reaktoren sind intakt. Dass Granatenbeschuss in der Nähe eines Kernkraftwerkes stattfindet, hält Nuklearexperte Professor Georg Steinhauser für äußerst gefährlich. Im schlimmsten Fall, wenn ein frisch in Betrieb gewesenes Brennelement einen Schaden nimmt und es zu einer Freisetzung zum Beispiel von radioaktivem Jod oder Tellur oder so etwas kommt, dann kann das Ausmaße haben, die uns an Fukushima auf jeden Fall erinnern können. Saporischschja, das größte der 4 ukrainischen AKW, ist nun unter Kontrolle russischer Soldaten, ebenso wie das stillgelegte Atomkraftwerk in Tschernobyl. Für die Atomenergiebehörde in Wien ist es derzeit das Wichtigste, den Kontakt zu den Beschäftigten im Meiler zu halten. IAEA-Chef Grossi will nun persönlich in die Ukraine reisen, um zu vermitteln. Auf der Suche nach Wegen aus dem Krieg in der Ukraine sind in Brüssel die Außenminister der NATO sowie der EU-Staaten zusammengekommen. Für den EU-Außenbeauftragten Borrell ist es eindeutig, wer nun handeln muss. Dies ist Putins Krieg und Putin muss diesen Krieg stoppen, sagte Borrell. NATO-Generalsekretär Stoltenberg wagte jedoch eine düstere Prognose. Die kommenden Tage würden vermutlich noch schlimmer werden. Die NATO wird sich weiter verstärken. Das war heute die klare Botschaft von Generalsekretär Stoltenberg. Mehr Truppen, vielleicht auch mehr Flugabwehr im Osten des Bündnisses. Aber in den Krieg in der Ukraine will niemand eingreifen. Ein klares Nein deshalb zur von der Ukraine geforderten Flugverbotszone. Der einzige Weg, eine solche No-Fly-Zone umzusetzen, wäre, NATO-Kampfjets in den ukrainischen Luftraum zu schicken und dann russische Flugzeuge abzuschießen. Durch eine solche Konfrontation mit Russland drohe ein Krieg in ganz Europa und das will die NATO nicht riskieren. Sie entschied heute aber, die Nicht-NATO-Mitglieder Schweden und Finnland stärker einzubinden. Beide Länder werden ab sofort an allen Besprechungen teilnehmen, die die Ukraine-Krise betreffen. Kein militärisches Eingreifen also, aber Diskussionen über Sanktionen. Die deutsche Außenministerin hat am Morgen bei der NATO weitere Maßnahmen angekündigt. Am Nachmittag bei der EU sprach sie davon, dass die bestehenden Sanktionen wirken müssten. Sie müssen auch auf Dauer helfen und vor allen Dingen auf Dauer halten. Das bedeutet, weitere Maßnahmen zu diskutieren, die wir nicht durchhalten können. Das wäre mehr als kontraproduktiv. Damit könnte Baerbock zum Beispiel den zunehmend lauter geforderten Stopp von Öl- und Gasimporten gemeint haben. Bei der EU ebenfalls diskutiert werden offenbar auch Sanktionen gegen Russland über die Welthandelsorganisation. Eine Waffenruhe, das ist nach Ansicht der Bundesregierung nun das vorrangige Ziel im Ukraine-Krieg. Dafür setzte sich am Nachmittag auch Bundeskanzler Scholz in einem einstündigen Telefonat mit Präsident Putin ein. Wie Moskau zum Einlenken bewegt werden soll, machte Scholz vorab deutlich. Er setze weiter auf Diplomatie und Sanktionen. Dass sich die Bundeswehr in irgendeiner Weise an den Kämpfen beteiligt, komme für ihn nicht in Frage. Gespannter Blick auf die Ukraine beim Einsatzführungskommando in Schwielowsee. Hier werden die Auslandseinsätze der Bundeswehr koordiniert. Der Kanzler stellt bei seinem Besuch unmissverständlich klar, Deutschland unterstütze die Ukraine, werde aber nicht militärisch eingreifen. Wir sind nicht Teil der militärischen Auseinandersetzungen, die dort stattfinden und werden es auch nicht werden. Es ist für uns völlig klar, dass die NATO und ihre Mitgliedstaaten sich nicht an dem Krieg beteiligen. Auch ein möglicher direkter Angriff auf ein Atomkraftwerk in der Ukraine würde an dieser Haltung nichts ändern.
Geheime Sitzung des Auswärtigen Ausschusses am Nachmittag. Die Union sieht das anders. Eine atomare Gefährdung könne die NATO möglicherweise zum Eingreifen zwingen. Dass es eine Bedrohung der NATO wäre, wenn wir mitten in Europa radioaktive Verseuchung im großen Stil hätten, liegt auf der Hand. Die Frage ist, ob wir mit unseren Mitteln, ob wir geeignete Mittel der NATO haben, um das dann einzuhegen oder ob eine Eskalation des Konfliktes da ist. Die Lieferung dieser Stinger-Raketen in die Ukraine und auch die der Panzerfäuste sei auf einem guten Weg, teilt das Verteidigungsministerium heute mit. Auch die Grünen halten das weiterhin für den richtigen Schritt. Es wird auch weitere Lieferungen geben. Das Bundessicherheitsrat wird darüber entscheiden. Ich würde trotzdem von der Perspektive her Folgendes anmerken. Diese Waffen können eigentlich nur dazu dienen, durch eine Verzögerung die Bereitschaft, einen Waffenstillstand herbeizuführen, zu beschleunigen. Erst nach einem Waffenstillstand, da ist man sich in Berlin einig, könnten Verhandlungen mit Russland möglicherweise auch unter prominenter Vermittlung beginnen. Wenn Sie den Menschen in der Ukraine und den Flüchtlingen helfen möchten, können Sie spenden beim Bündnis Entwicklung hilft und der Aktion Deutschland hilft. Stichwort ARD, Nothilfe Ukraine. Spendenkonto de 53 200 400 600 200 400 600 und im Internet unter spendenkonto-nothilfe.de. Um Spenden geht es auch in der Live-Show Wir helfen gemeinsam für die Ukraine direkt nach der 20 Uhr Tagesschau. An die Börse zu Bettina Seidel. Der Krieg in der Ukraine belastet auch die Aktienmärkte. Ging es auch heute wieder bergab? Ja, ziemlich stark sogar. Wir sind inzwischen auf dem niedrigsten Stand seit einem Jahr beim DAX. Was so stark verunsichert, ist eben nicht nur der Beschuss heute Nacht des Atomkraftwerkes, sondern auch die Tatsache, dass die russische Regierung keinen Willen zeigt, einzulenken, trotz der nachweislich wirkenden Wirtschaftssanktionen gegen das Land. Und das zeigt sich überall an den Finanzmärkten. Öl- und Gaspreis, die steigen weiter, heute um 5%. Und der Gaspreis hat inzwischen sogar einen historischen Höchstpreis erreicht. Also ist das zusätzlicher Ballast für Unternehmen wie Verbraucher, weil die hohen Energiekosten inzwischen schmerzhaft ins Geld gehen. Entsprechend düster sieht es an der Börse aus. Der Blick an die DAX-Tafel zeigt die steile Talfahrt. Ein Verlust von fast 600 Punkten, inzwischen 13.106 Punkte der Stand. Das Minus seit Beginn der russischen Angriffe, 10%, ist mittlerweile heftiger als an dem Tag nach dem Angriff. Danke, Bettina Seidel nach Frankfurt. Vor allem Restaurants hatten bis zuletzt große Einbußen wegen der Corona-Beschränkungen hinnehmen müssen. Nun entfallen im zweiten Schritt des bundesweiten Lockerungsplans weitere Maßnahmen. In der Gastronomie und Hotellerie gilt jetzt die 3G-Regel, sodass dort auch Ungeimpfte mit negativem Test essen und übernachten dürfen. Clubs und Diskotheken öffnen mit der 2G-Plus-Regel. Vom 20. März an sollen dann alle tiefgreifenderen Maßnahmen enden, sofern die Pandemielage es zulässt. Gut gefüllt ist dieses Café in Berlin-Mitte bereits am Nachmittag. Und jetzt, da nicht nur Geimpfte und Genesene kommen dürfen, hofft der Gastwirt, dass das Geschäft wieder aufwärts geht. Tatsächlich erwarte ich, dass wir ein paar mehr Gäste bekommen, weil jetzt viel mehr Menschen wieder kommen können. Es reicht jetzt mittlerweile auch ein Test wieder. Und ja, ich erwarte mir tatsächlich einen kleinen Schub einfach. Die Rückkehr zu 3G, also die Öffnung auch für nicht und nicht vollständig geimpfte Menschen mit Test, sei wirtschaftlich dringend nötig, sagt der Branchenverband DEHOGA. Eine aktuelle Umfrage zeigt, dass allein jetzt im Januar und Februar die Umsatzverluste bei 45% liegen. Also wir freuen uns, dass die Zugangsregelungen von 2G plus jetzt wegfallen. Auch in vielen Clubs soll es nach langer Stille wieder richtig laut werden. Tanzverbot vorbei, 2G plus ab sofort. Nach fast zwei Jahren, in denen diese Szene schwerer von Corona-Maßnahmen betroffen war als die meisten anderen Branchen, atmen die Betreiber auf. Wir waren die Ersten, die zumachen mussten und wir sind jetzt die Letzten, die wieder aufmachen dürfen. Auch im Kultursektor die Letzten, die wieder aufmachen dürfen. Viele Betreiber hätten in der Corona-Zeit auch hohe Schulden angehäuft. Nicht klar ist für Clubs und das Gastrogewerbe allerdings noch, wie viele Gäste nach den Lockerungen wiederkommen werden. Und hier noch die Wetteraussichten. Morgen im Westen und Südwesten meist sonnig, sonst ein freundlicher Mix aus Sonne und Wolken. Im Osten auch stärker bewölkt, 0 bis 10 Grad.
Und das war's für den Moment. Die nächste Tagesschau sehen Sie um 20 Uhr auf Tagesschau 24 und auf tagesschau.de. Halten wir Sie natürlich immer auf dem Laufenden. Hier geht's direkt weiter mit Brisant. Ihnen allen einen guten Abend.